Partnergemeinden der Waldviertel Rallye 2016 natürlich an der Maße. Und, man kann auch, das habe ich letztes Mal ausprobiert, die Fotografen, die jetzt groß überraschen. Dennoch, das ist ja auch ein Weg, dass wir sogar diverse russische Teilnehmer haben, aber auch einen Fahrer. Ja, der Deutsch ist einer, der, wenn einer Volvo sieht, dann ist es der Jörg. Hier ist bitte die Schädenstahl und kann man anziehen bei der Bayerischen Rallye. Ja, wenn ich leider so wenig nicht auf die Kopf. Du bist der BRD? Ja, ich habe die Gefahr, aber jetzt wird es auch nicht. Aber wenn du noch die Schritte dazu trägst, dann ist es nicht. Die Fenster sind der Motor. Ah, sind der Motor. Du fährst den Weg. Spektakulär. Danke dir, Sascha. Ja, wir haben eben den Volvo den ganzen Tag, den wir hier haben. Ich bin aber ein schief gegangen. Sie hat gesagt, ich soll nicht mehr drauf gehen. Das war ein Problem. Aber die Fans sind natürlich da, bis zum allerletzten Atemzug dieser Sonderbund von 2. Eine Sitzfalte hier noch, die Super Space. Aber jetzt geht's hier weiter, meine Lieben. Ah, hier geht's weiter mit dem Race Master Finale mit unserem Kollegen, mit dem Leo. Leo Geier, der war ja selber schon mal sehr erfolgreich. Siebter oder Achter als Beifahrer damals. Grenzgenau. Ja, ja, wer war das? Verarscht mir jetzt mal. Nein, das ist ein alter Waldviertelrallye. Ja, ganz genau. 1991 mit dem leider viel zu früh verstorbenen Fritz Riegler. Damals auf einem Lancia Delta Integrale. Jetzt haben wir 9. Gesamt in der Gesamtwertung. Ich bin als Co. eingesprungen. Ja. Ja immer mehr zu einem Spezialisten des Events. Magno Rassino, unser Zettel sind einfach von hier überhalb der Ende. Ja, dann wünsche ich mir alles Gute, dass das ist ein Sonder. Kann man denn nicht grüßen?
Wir sind noch am Stehen, schau. Wir können jetzt kriegen. Ja, da haben wir die Kraft nicht ausgepackt, bitte, glaube ich. So, meine Lieben, wir sagen einmal Dankeschön fürs Dabeisein. Und sind noch ein paar unterschiedliche Exponate, unterschiedlichste Fabrikate, unterschiedlichste Autos ein bisschen zu Gemüte zu führen. Ja, wenn ich mich erinnere, mit auf Stimmenfang ergehen. Weitere Informationen natürlich zur Waldfeld-Rallye gibt es natürlich auch im Internet unter waldfeld-rallye.at. Das ist die Internetwelt, zu denen möglichst auch dort auf den Lauf bleiben. Da werden natürlich auch diverse Informationen preisgegeben. Natürlich auch die aktuellen Ergebnisse werden dort online geschickt. Wir haben hier einen wunderschönen langen Motorsport-Tag hier im VHC St. Pölten erleben dürfen. Mit Rally Masters, mit den Drifteinlagen, mit zwei spektakulären Sonderprüfungen, die letztlich mit.
Ja, den Schwedenbomber Georg bringt man immer ins Ziel, oder fast immer? Ja, fast immer, aber nachdem der Franz und der Michi, meine Haus- und Hofmechaniker, super Arbeit geleistet haben, können wir jetzt beruhigt querfahren. Er hält der Motor. Wir haben nur ein leichtes Homologationsproblem, wir hätten gerne Scheibenwischer auf der Seitenscheibe. Also so quer seid ihr gefahren? Wir haben uns bemüht. Ich werde mit einer Kundig bei den Fans, alles klar. Danke, Georg Schwander, Lisa Kreuzer, die Quertreiber.